Warp 1, Warp 2, Warp 3. Captain Kirk, Warp 8,8. Ach du Scheiße. Heute möchten wir euch ein Auto zeigen, was bei seiner Präsentation vor anderthalb, zwei Jahren für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Aufregung, einen kleinen Shitstorm auf Instagram sogar. Da ging es darum, da haben viele Leute geschrieben, das Auto sei nicht, ist nicht, hat nichts damit zu tun, wo eigentlich, woher der Name eigentlich herkommt. Die Leute haben geschrieben, es ist Bullshit statt Bullit. Dann haben viele geschrieben, es ist a piece of shit. Einige haben geschrieben, it's a Kia. Und wie ihr schon hört, aber tausende Leute haben an dem Abend geschrieben, denn er wurde abends auf Instagram auch vorgestellt, it's not a Mustang. Das heißt, ihr wisst schon, es geht um den da hinten stehenden Mach-E-Leute. Den wollten wir euch zeigen, beziehungsweise ich wollte ihn mir unbedingt anschauen. Denn wie wir alle wissen, ist das ein Ford Mustang Mach-E. Wir haben hier eine 100 kW Batterie, das ist so die größte zum Beispiel für den. Wir haben Heckantrieb hier, wir haben kein Allrad. Der hat knapp 300 PS, 294. Zu den Daten kommen wir gleich aber noch. Im Grunde, wie ihr seht, stehen beide Fahrzeuge jetzt nebeneinander. Und ich frage mich, Leute, echt, ja, warum nennt man das einen Mustang? Es muss irgendwas geben, warum die sich gedacht haben, außer Marketing jetzt, dass das ein Mustang ist. Denn wie ihr sehen könnt, gemeinsam haben die beiden Autos im Grunde gar nichts im ersten Anschein. Aber da gibt es ein paar Kleinigkeiten, wo Ford sich gedacht hat, wir spielen mal auf dieses Coupé hier mal ein bisschen an. Zu einem sind das die Rückleuchten. Retro, wieder drei Striche. So wie schon bei den alten 64ern. So wie bei dem. Zum anderen, wir haben hier ein schönes Pferdchen hinten drauf. Gut, der hat jetzt ein GT, manche haben auch das Pferd. Okay, das wäre Punkt Nummer 2. Das nächste, was haben die Leute, was haben die Dinger gemeinsam? Eine Coupé-Form, beziehungsweise eine Andeutung einer Coupé-Form. Wie ihr seht, verläuft hier das Heck ziemlich schnell runter. Das ist eigentlich wie bei dem. Bloß, dass wir hier einen Fünfsitzer haben. Und kein 2 plus 2 kleine Kinder. Überall finden wir kleine Mustang-Details. Hier unten leuchten wieder auf dem Boden Mustang-Logo, also so wie bei dem Pferdchen. Das siehst du erst, wenn die Tür offen ist. In den Lampen haben wir kleine Mustang-Logos. Es gibt viele Anspielungen auf halt diesen Verbrenner. Das Öffnen der Tür ist natürlich auch genial. Knöpfchen. Hier kann man einen PIN-Code eingeben, wenn man möchte. Hängt auch davon ab. Hier ist der Kofferraum. Wir haben hier keinen Motor, Leute. Natürlich fehlt hier der V8. Hier ist das Pony-Logo oben drin. Das hat der andere auch, aber eingestanzt in die Aluklappe. Hier haben die es jetzt so gemacht. Das ist geil, weil das ist ein austauschbarer kleiner Kofferraum. Also wenn euch das Bier mal umfallen sollte oder Sektflaschen oder wie auch immer, da ist ein kleiner Stopfen. Ihr könnt das Ganze mal auswaschen. Das Wasser läuft dann darunter. So ein kleiner Zusatzkofferraumchen. Mehr haben wir hier auch nicht zu suchen, Leute. Wischwasser, darunter ist eine kleine Batterie und das war's dann auch. Denn die große ist unterm Auto. Gehen wir mal kurz in den Kofferraum, den ich gleich öffnen werde. Okay, danke. Junior hat mir geholfen. Geht elektrisch auf. 500 Liter Kofferraumvolumen. Also wie ihr seht, der ist jetzt nicht gerade hoch, auch durch dieses Heck. Ist die Kante hier auch nicht so, also wir haben hier keine Kante, aber so hoch ist der jetzt nicht. Die Sitze kann man aber alle umklappen, dann habt ihr 1400 Liter. Was soll ich euch sagen, Leute, ja? So ganz abfinden kann ich mich damit jetzt auch nicht, dass ich euch gerade einen Mustang vorstelle. Ein Fünfsitzer Mustang. In denen aber hinten, ich als Durchschnittsamerikaner mit meinem Bauch Platz finde, ja? Und es ist bequem. Es ist bequem. Ich finde es nicht schlecht. Es ist viel Platz drin. Klar, Türen gezeigt. Die Tür mit dem Pin. Das hintere Tür öffnen natürlich, das zeigen wir euch auch. Hier natürlich ist auch ein Gimmick. Knöpfchen drücken. Mulde. Nein, die ist hier. Wo ist die? Hier. Und dann ziehen wir die auf, ja. Wir haben keinen Türgriff. Der Türgriff fehlt, weil die wollten ja diese Coupé-Linie einbehalten. Dann soll da hier alles fehlen. Was natürlich noch gemeinsam mit dem da hat, ist der Hintern. Guck mal,
Die haben diesen Mach-E, diese breiten Arschbacken verpasst. Also diese Form, dass hier die Arschbacken so nach außen gehen. So ein wenig so wie bei dem. Das heißt, es gibt hier drei, vier, wie gesagt, wir haben hier Rückleuchten, wir haben ein paar Pony-Logos, wir haben das Pony unter der Haube, wir haben breiten Arschbacken. Das sind so die Gemeinsamkeiten der beiden. Aber dann hört es auch eigentlich auf. Im Grunde ist das ein komplett anderes Auto wie das hier. Und ich möchte nicht weiter rum erzählen, wir können das noch zeigen hier von innen. Ein wenig kommt man sich hier drin vor wie in einem Apple Store. Wir haben hier zwei Monitore. Der ist riesig, dieser Monitor hier. Der ist ein bisschen kleiner. Der zeigt uns so die Fahrdaten an, Batterieladezustand, Kilometer, Gang, Geschwindigkeit. Und hier haben wir die ganzen zigtausend Einstellungen. Ja. Wir haben hier One-Pedal-Modus, wir haben hier Fahrgeräusch. Das ist auch interessant, dazu kommt aber gleich, wenn wir fahren. Ja, die ganze Klimasteuerung, Scheibe, Leute, beheizbare Sitze, Lenkrad, das steuert man jetzt nur noch hier drüber. Der einzige Knopf, den ihr habt, wie viele Knöpfe haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Und die Gangwechselanzeige. Und das war's. Mehr ist hier nicht drin. Dieser hat ein schönes Panoramadach. Wir haben hier Kunstleder natürlich, echtes Leder, verbaut hier mittlerweile kaum einer. Und was soll ich noch dazu viel erzählen, Leute? Ich möchte das Auto fahren. Ihr wollt bestimmt auch sehen, wie er sich fährt. Wir haben euch ein paar Sachen gezeigt, was das jetzt mit dem alten Mustang sozusagen zu tun hat. Mehr oder weniger alten. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt, ja, weil was euch den Rest gar nicht unterwegs erzählen. An sich sage ich, nein, ich sage noch gar nichts. Wir fahren. Lass fahren. So, Leute, beide Fahrzeuge sind an. Jetzt der kleine Unterschied. Das ist der hier. Gib mal Gas. Das ist der Dinosaurier. Das ist schon sozusagen die Vergangenheit. Der ist auch an. Gas geben brauche ich nicht. Ihr hört nämlich eh nichts. Wir haben hier keine Endrohre. Der ist rein elektrisch, Leute. Ja? Rein elektrisch. Keine Endrohre, kein gar nichts. Aber wie gesagt, genug erzählt. Ich möchte fahren. Ich möchte das Auto kennenlernen. Ihr bestimmt auch. Kamera ist wieder verbaut innen drin. Deswegen los geht's. Ein paar Eckdaten zum Auto. Als erstes, das ist mein erstes Mal überhaupt in einem E-Auto. Das ist ein rein elektrisches E-Auto. Bin ich noch nie gefahren. Und dann direkt ein Mustang. Weil es hat mich interessiert, weil wir halt im Alltag einen Mustang fahren. Deswegen wollte ich dieses Auto unbedingt fahren. Habe schon die Probefahrt sehr, sehr lange vorher reserviert. Folgendes zum Auto. Also, wir haben Heckantrieb. Das ist ja nicht der größte Motor, beziehungsweise mit zwei Motoren. Wir haben hier Heckantrieb. Wir haben 294 PS. Wir haben eine 99 kW Batterie drin. Reichweite angegeben 610 Kilometer laut Papiere, laut WLTP-Norm. Tatsächliche Reichweite ist bei 500. So müsst ihr rechnen. So wie wir fahren, also wie ich fahre, 500 Leute. Wir haben hier jede Menge Fahrmodi. Nimm mal kurz die andere Kamera und zeig dir mal diesen Monitor hier. Du kannst da rumklicken. Zeig den Leuten mal die ganzen Fahrmodis, damit die wissen, worum es geht. Wir haben hier auf dem Bildschirm jede Menge Fahrmodi. Wir sind im Temperamentvoll. Dann gibt es einen Modi in Zahm und dann gibt es einen Modus in Active. Wie ich gerade gesagt habe, alles wird hier drüber gesteuert. Also hier ist gar kein Knopf mehr, nichts mehr. Wir können hier alles steuern. Wir haben hier jede Menge Sachen. Das ist ein iPhone jetzt. Kamera, Parken, Zugang, Fahrassistenz. Ich möchte jetzt nicht rumspielen, das machen wir, wenn der Wagen gleich steht. Ich wollte euch eigentlich nur die Fahrmodi zeigen. Wie gesagt, wir sind im Modus temperamentvoll. Das heißt so, der Sportmodus dieses Mustang ist das mehr oder weniger. Ja, was soll ich jetzt sagen eigentlich, ja? Ist das ein Mustang? Tja. Ganz ehrlich, schwer zu beantworten die Frage. Ich weiß, wie ich gesagt habe, ja, es gab einen Shitstorm. Die Leute haben, keiner kann es akzeptieren, dass auf einmal ein Mustang vier Türen hat. Das geht auch mir schwer in den Kopf, dass ein Mustang vier Türen hat, dass fünf Leute hier sitzen können. Aber andererseits denke ich, geht Ford einen guten Weg. Das ist halt die Zukunft und wir müssen auch ein bisschen umdenken. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, vor 20 Jahren kam der Porsche Cayenne auf den Markt. Da haben auch alle gesagt, Porsche SUV, Jungs, ja, haut ab. Das geht doch gar nicht, ja. Weil Porsche immer nur Coupé, Cabrio, 911, mehr nicht, ja. Aber dann kam der Cayenne. 19 Jahre später haben die schon über 1 Million von diesen Cayenne verkauft. Der kam richtig gut auf den Markt. Problem aber nur, damals hat das Porsche etwas einfacher. Denn
Damals hat noch keiner von Klimawandel, Klima, dies, das, Euro 7 Norm gesprochen oder Plaketten grün, gelb, rot und so weiter. Das war damals nicht im Gespräch. Deswegen hat Porsche damals einen über 4,5 Liter V8 Turbo reingeschmissen mit über 500 PS und hat gesagt, das ist unser SUV. Der kam natürlich gut an, weil der hatte ja Fahrleistung von dem 911er schon fast. Und hier sitzen wir jetzt. Das konnte Ford jetzt leider nicht machen. Ich wette, da waren auch Ingenieure, die sich gedacht haben, wo die das Auto entwickelt haben, wäre das nicht geil, so ein V8 aus dem Pony hier reinzuschmeißen. Ja? Ich meine, das wäre ein richtig geiles Auto. Ja? Dieser SUV mit einem V8 Motor. Weil das ist ein SUV. Er hat eine Coupé-Form, ja klar, aber mit einem richtigen Coupé hat er nichts mehr zu tun. Er hat 4 Türen. Es ist ein SUV. Es ist ein, die haben sich bestimmt gedacht, ja, lass uns was für die Zukunft entwickeln. Ein Auto, was familienfreundlich, schnell und einen geilen Namen hat. Und die haben sich halt den Namen vom Mustang genommen. Kam damals bei Porsche an, wie das jetzt bei dem ankommt. Also Händler sagen, alle ausverkauft und vorbestellt. Es hat aber auch was zu tun, grundsätzlich geht es an Gewerbliche. Denn es gibt jede Menge Steuervorteile bei dem Auto. Fangen wir allein damit an. Leute, Kfz-Steuer, 10 Jahre befreit. Für meinen Mustang dort hinten zahle ich 500 pro Jahr. Das heißt, in 10 Jahren zahle ich für den 5000 Euro Kfz-Steuer. Sofern die nicht steigt. Aber es kann sein, dass die steigt. Das heißt, ich zahle dann keine 500 mehr. Ich bin dann bei 600, 700. Eine Sache, okay. Zweite Sache, Versicherung. Meiner 900 im Jahr, komplett mit allem. Dieser 450 im Jahr, komplett mit allem. Was Inspektion betrifft, kann ich noch nicht genau zu sagen. Legen wir noch keine Infos vor. Diese Autos sind hier in Deutschland noch zu frisch. Es fahren noch kaum. Also wie gesagt, es gibt jede Menge Bestellungen, wurden aber nicht ausgeliefert. Lieferzeiten betragen zurzeit bis zu 7 Monate. Viele Leute finden das Auto geil. Viele Leute meckern über den Namen halt. Tja, was noch? Was hat der? Was können wir noch sagen? Fahrleistung. Ja. Leute, 7 Sekunden von 0 auf 100. Soll er angeblich haben. Das ist. Hört sich nicht schnell an, weil wir haben nur 294 PS, aber nur in Anführungsstrichen, aber diese 300 PS knapp ziehen ohne Witz in diesem Modell 2,2 Tonnen, ohne meinen dicken Hintern drin. 2,2 Tonnen, das ist viel. Im Vergleich wiegt unser normaler Mustang V8er 1650 Kilo, das haben wir schon oft genug gesagt, und hat 420 PS. Das heißt, was Fahrleistung betrifft, kommt dieser nie im Leben an den V8 GT an. Das geht gar nicht. Ich denke mal, auch der stärkste nicht. Was aber geil ist, ist das hier. Ist das Drehmoment, nicht wahr? Da vor uns fährt der Mustang V8 mit dem Schalter, mit Schaltgetriebe. Wenn der aufs Gaspedal tritt, klar, der kommt, aber er braucht ein bisschen Blubbern, um zu kommen. Hier Gas, boah! Es drückt ein bisschen nach hinten und er schiebt und schiebt und schiebt, ja. Das ist geil, ja. Das ist richtig klasse, wie das Ding nach vorne schiebt. Ja, die Beschleunigung kannst du gleich filmen. Gleich ist da hinten Tempo 100 frei. Deswegen, ja, hier können wir eh nur 50, 60 fahren. Deswegen ist das hier nicht so. Wir gucken bei Tempo 100, wir hängen uns mal dem da an Arsch. Und wir gucken bei Tempo 100, wie der mithalten kann. Er gibt das Tempo da hinten vor. Wie dieser Kleine hier mithalten kann, werden wir nachher sehen. Ja, insofern, wie gesagt, das Auto macht mir viel Spaß. Zurzeit. Aber den Namen Mustang kann ich leider nicht akzeptieren. Ich denke, ich weiß nicht, die Zielgruppe, keine Ahnung, angeblich ist die Zielgruppe mein Alter, also so ab 40, ja, aber. Wir sind aufgewachsen, denke ich, meine Leute, so meine Gruppe ist aufgewachsen mit Mustang, mit coolen Mustang in allen möglichen Filmen. Von Bullet, von 60 Second. Über Dead Race, über John Wick und da waren nur coole, geile Mustangs drin. Und die Mustang waren in so vielen Videos, Musikvideos mittlerweile gespielt, weil das einfach coole, geile Karren sind. Hier ist ein komplett anderes Image, ja. Mit cool und geil hat das Auto nichts mehr zu tun. Das ist eine Familienkutsche für mich. Sie trägt den Namen Mustang. Mag sein, dass unser blauer Mustang irgendwann ja, abgeschoben werden muss, ja, weil das ein Dinosaurier sein wird, weil der Sprit 7 Euro kosten wird. Keine Ahnung, pro Liter. Weiß ich nicht, was hier passieren wird in nächster Zeit, aber irgendwann müssen wir das akzeptieren. Für mich, mir fällt schwer, der Jugend denke ich mal etwas leichter, dass das hier ein Mustang sein soll. Ich meine, wenn die Dinosaurier da vorne ausgestorben sind, dann wird das hier leider auch der neue Mustang und dann ist der akzeptiert, dann ist das halt so.
Eine Sache noch für die Leute, die sagen, ah, trotzdem ist das kein Muster, erzähl Scheiße. Leute, ich muss euch eine Sache sagen. Dank diesem Mach-E wird immer noch heute 2021 dieser GT 5 Liter V8 gebaut. Bedenkt auch bitte, es haben sich viele Regeln geändert in der EU und überall. Die Autohersteller, wenn die den CO2-Ausstoß ihrer gesamten produzierten Flotte in einem gewissen Bereich überschreiten, zahlen die richtig hohe Strafen für. Was jetzt, wenn man nur diese V8er produzieren würde, die wird unwirtschaftlich sein für Ford. Beziehungsweise die müssen dann 150.000 kosten, damit sich das für die lohnt. Deswegen, je mehr die davon auf den Markt werfen, je mehr die davon verkaufen und je mehr Leute dieses Auto kaufen, ob das Mustang ist oder nicht, umso länger wird dieser schöne V8er da vorne, Leute, produziert. Die Leute, die später sagen, mir ist scheißegal, ob der Sprit 8 Euro kostet oder nicht, ich fahre den V8 Benziner, dann können wir uns, solange es geht, dann mit diesen V8ern erfreuen. So wird das dann ja sein. Wie gesagt, je länger der hier hergestellt wird, deswegen wird der große da auch vorne länger produziert. Deswegen verdient er irgendwie den Namen Mustang doch, weil er hilft uns, dass dieser große V8, dieses Kultauto, immer noch produziert werden kann. Trotz dessen, was wir hier um uns alles hören, mit Klima hier, Klima da, Klima hier, Klima da. Deswegen, das ist das Positive hierzu. So, wir nähern uns der Tempo 100 Marke. Gleich tritt der Kleine da aufs Gas. Und wir treten auch aufs Gas, ja. Gib Gas, Junge, wer 60? Oh, er fährt uns davon, 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 wir halten mit, wir halten mit. Nein, wir halten nicht mit. Boah. Boah, hast du den da gefilmt, wie er davon gefahren ist? Boah. Eines vorab, der hält gar nicht mal so schlecht mit. Der Blaue ist uns aber davon gefahren. Ab Tempo 120, 130 merke ich, wird dieser hier sehr träge. So wie ein Diesel früher. So, der wird richtig, man merkt, der Schub ist nicht mehr da. Aber wo er gerade bei Tempo 60 draufgetreten hat, waren wir gut dabei. Ja? Mhm. Er fuhr uns zwar davon, aber wir waren gut dabei. Wir waren echt gut dabei. Ich bin überrascht. Ja? Das heißt, und vor allem, wie gesagt, Leute, das ist der kleinste, also einer der kleinsten. Wir haben nur eine große Batterie, aber der Motor hat gerade mal 300 PS, der hat fast 450. Wow, ja, also jetzt bin ich echt baff, weil wenn du den kaufst mit zwei Motoren, dann haust du den, glaube ich, weg. Dann hätten wir den jetzt überrollt. Ja, ich denke ja. Dann hätten wir den da überrollt, ja, unglaublich. Aber zwei Motoren, apropos Preise, 46 Mille kostet Basis der hier. Beim Ford-Händler haben wir jetzt irgendwie Rabatt gesehen, habe ich Rabatt gesehen, 44 minus Rabatt, 3 von denen, 6 vom Staat, sind nochmal 9, plus minus je nach Ausstattung liegt ja bei 35.000, 36.000, deswegen, bei dem kleinsten, deswegen ist dieses Auto so sehr begehrt zurzeit und ausverkauft, weil viele legen keinen Wert darauf, ob das Mustang steht oder nicht, die finden einfach ein Elektroauto geil und unter Elektroautos ist das eines der geilsten. Eine Sache auch noch, das ist eines der wenigen Autos, E-Autos, dass Leute eine Anhängerlast hat. Ihr könnt hier eine Anhängerkupplung kaufen bei Ford. Kostet 400 oder 500 Euro, glaube ich, mit Einbau. Und ihr könnt einen Anhänger ziehen mit 750 Kilo. Gebremst und ungebremst. Mag sein, es ist jetzt nicht so viel, aber für einen kleinen Einachser, so ein kleines Wohnmobil hinten dran, ja. Klar geht euch dann, wenn ihr da noch mehr Gewicht draufpackt, geht die Batterie noch schneller leer, reduziert sich alles. Hier ist das halt alles... Ah, hier muss man echt alles kalkulieren, ja, weil wie gesagt, schaltet man mehr Sachen ein, so geht der Stromverbrauch ein bisschen, aber ich finde, wir fahren jetzt, wir haben ihn übernommen mit 510, wir haben jetzt etwa, wir sind jetzt gefahren 35 Kilometer und laut Reichweite sind gerade mal 20 Kilometer hier runtergegangen, also so ist das nicht. Eine Sache auch noch, ich habe vorhin so die Strompreise verglichen bei uns für eine Haushaltsabrechnung, Leute, ganz normale Haushaltsabrechnung. Laut der Daten, die dieses Auto hat, 16,5 kW pro 100 Kilometer, wären das etwa beim heutigen Haushaltspreis, Stromhaushaltspreis, 5,36 Euro, 5,40 Euro auf 100 Kilometer. Der Mustang dagegen, Benziner, braucht für 100 Kilometer bei ungefähr Durchschnitt 11, 12 Liter Spritverbrauch, kostet uns zurzeit 18 Euro auf 100 Kilometer. Das heißt, wir können hier echt sparsam fahren. Mit dem Ding, so gerechnet. Das ist für einen Arbeitsweg optimal.
Denn wer jetzt zum Beispiel 50 Kilometer zur Arbeit fährt, hin und zurück, der fährt für 2,70 Leute, ja. Du fährst 50 Kilometer jeden Tag zur Arbeit hin und zurück für 2,70 Euro. Das sind ja 14 Euro oder 14 Euro pro Woche. Das ist ja nichts. Und in der Woche schaffst du dann 50 mal 5, 250 Kilometer. Das heißt, du hast dann gerade mal die Hälfte seiner Batterie verbraucht. Und du musst ihn noch nicht laden. Theoretisch schafft man dann 2 Wochen. Weil das Laden, das ist jetzt eine andere Sache. Laden, ja Leute, normale Haushaltssteckdose. Könnt ihr laden, ihr könnt euch das Kabel kaufen, kostet 200-300 Euro. Ihr könnt die dann an der Steckdose ganz normal zu Hause laden. Er braucht dann für eine volle Batterie 2 Tage. Ohne Witz. Du brauchst dann 1 bis 2 Tage, bis der aufgeladen ist. Bis zu 48 Stunden. Deswegen kauft man direkt bei Ford eine Ladestation mit. Kostet die billigste 1000, eine bessere 2000. Die werden aber noch gefördert. Ihr kriegt von der KfW 1000 Euro zurück. Und eigentlich braucht ihr die. Denn mit dieser Ladestation lädt ihr dann in wenigen Stunden. In, ich weiß nicht, 7 oder 8 ist ja dann voll. Oder? Und mit einer größeren, schnellen Ladestation, also bis 150 kW, braucht ihr eine halbe Stunde, dann ist der auch voll. Das heißt, die Ladestation muss im Grunde mitgekauft werden. Weil, wie gesagt, an der Steckdose kann man machen, wenn einer wirklich seine Fahrten alle so perfekt rechnet. Kann man echt machen. Aber die muss leider mitgekauft werden. Wir werden gleich ein paar Geschwindigkeitsmessungen hier machen. Wir gucken mal, wie der so beschleunigt. So Leute, jetzt fahren wir noch kurz. Wir wollen noch so einen, ja, einen kleinen Test machen. Da ist noch eine Strecke von, also eine Straße, eine Landstraße, die bis 100 km/h geht. Wie der Kleine wirklich so beschleunigt, so sagen wir mal von 30 bis 100 hinter dem Mustang, wie der gut so mitkommt. Gerade hat es mich echt überhaupt weggehauen. Hier ist unsere kleine Landstraße. Wie gesagt, wir sind jetzt richtig klein auf Öko, ja? Ali, richtig junge. Zero Emission, Zero. Zero Emissionen. Wir fahren einen Mustang und wir verballern keinen Sprit. Und wir sind jetzt die besten Tierfreunde, Öko-Freunde und weiß ich nicht was. Apropos Tierfreunde. Eine Sache noch. E-Autos. Eine Sache muss ich noch loswerden. Eine Situation. Ich fahre mit meinem V8 Sonntagmorgen 4 Uhr nach Hause. Von wo auch immer. Bretter, so wie hier. Ihr seht das. Sehen die das? Diese schöne Waldstrecke bestimmt. Ich bretter die Straße jetzt hoch. Und 200 Meter weiter hinter einer Kurve steht ein Reh. Das Reh bleibt stehen, hört zu, lauscht. So, da rauscht irgendwas an. Blubbern, bestimmt V8 oder V6, denkt er sich. In der Sekunde fahre ich an ihm vorbei. Das Reh guckt, nickt mit dem Kopf, denkt sich so, geiles Auto. Gleiche Situation, Elektroauto. Das muss nicht jetzt dieser Mustang sein, Elektroauto. Ich schieße wieder, Sonntag, 4 Uhr morgens. Bretter diesen Berg hoch. Ein Reh steht wieder 200 Meter weiter hinter einer Kurve. Und das Reh lauscht. Und was hört es? Ein Rollgeräusch. Es hört nichts. Das Auto gibt keine Geräusche ab. Es hört also nichts. Es denkt sich, ich höre ein Rollgeräusch. Ist bestimmt ein E-Bike. Also gib ihm. Läuft auf die Straße. In dem Moment komme ich aus der Kurve. Bam! Schon sitzt das Reh mit einem ausgestreckten Mittelfinger bei mir auf dem Beifahrersitz. Und denkt sich, ja, war doch kein E-Bike. Weil Leute, was ich sagen will, die müssen noch dran arbeiten, denke ich, dass diese Autos irgendwie nach außen irgendwelche Geräusche abgeben. Wir haben hier ein schönes hier Fahrgeräusch. Er simuliert einen V8-Sound. Das ist ein Witz, aber es ist so. Ich trete auf Gas. Hörst du das? Mhm. Er hört sich an wie ein Mustang von innen. Kein Witz. Er simuliert einen V8-Sound. Das ist unglaublich. Aber nur nach innen. Nach außen hört man nur ein Rollgeräusch. Und da sollten, denke ich, die noch alle arbeiten. Raumschiff Enterprise. Warp 1. Warp 2. Warp 3. Warp 4. Ah! Komisches Gefühl, nicht wahr? Irgendwie schon mit den Geräuschen. Zu beschleunigen, dass du nur so ein Zit hörst. Mehr nicht. Hört sich an wie ein Kompressor. Hat er leider keinen. Jetzt machen wir noch ein paar schicke andere Aufnahmen. Und das war's. Leute, ich bin noch nie so umweltfreundlich gefahren, ja? Das habe ich gehört. Das ist so, wenn ihr euren Sohn mal das Auto gibt. Direkt quer, ja? Er geht direkt quer. Er kann nicht normal fahren, ja?
2, Warp 3. Captain Kirk, Warp 8,8. Ach du Scheiße. Der Antritt und die Beschleunigung, Leute, ist Wahnsinn. Ja? Das Drehmoment kommt. Es ist nicht so, beim Ampelstart ist es nicht so, wie alle sagen, Drehmoment, bam, direkt da. Wenn er seine 430 Newtonmeter direkt loslässt, würden die Reifen durchdrehen. Das kommt, aber es kommt sehr schnell, aber stufenweise. Man merkt das nicht, aber es ist nicht auf einmal. Das ist nicht wie bei einem V8er, ihr lasst die Kupplung los, die Räder drehen durch, der Wagen steht, ihr steht, an der Ampel wird alles grau und dies und das. So, Leute, ist das nicht. Das dazu. Tja, wie gesagt, das Einzige... Man merkt ihm das Gewicht nicht, wahr? Man merkt, wir fahren ja so eine kurvenreiche Straße, man merkt hier das Gewicht. Die Ballonreifen helfen auch nicht gerade viel, weil der hat 225, glaube ich, 6518. Das heißt, wow, ja. Der schwimmt ein bisschen, aber da haben auch die Reifen viel damit zu tun. Das meiste Gewicht liegt hier hinten auf der Hinterachse. Aber Driften, Leute, ist hier nicht, ja, das könnt ihr vergessen. Aber der ist sehr untersteuert gern. Also in einer Kurve, wo der Mustang normalerweise auch untersteuert, macht der hier das auch, ja. Hat mich auch ein bisschen schockiert. Aber driften möchte ich jetzt mit diesem Auto hier nicht. So, Leute, das war es jetzt eigentlich mit dem Video. Ein kleines Fazit noch meinerseits. Kann ich akzeptieren, dass das ein Mustang ist? Eigentlich nicht. Ich kann das nicht hinnehmen, ja, weil wie gesagt, das da ist ein Coupé. Das ist und bleibt für uns alle, denke ich, für die meisten ein Mustang. Coupé-Form. Aber ist das ein geiles Auto? Ich finde ja, würde ich ihn kaufen, auch wenn ich zur Arbeit einen Arbeitsweg hätte, so wie ich es gesagt habe, mit 50 Kilometern. Leute, auf jeden Fall. Ihr wollt umweltfreundlich sein. Jetzt lassen wir mal weg, wo die Autos hergestellt werden, beziehungsweise die Batterien, wo die hergestellt werden, wie die entsorgt werden. Lasst das einfach mal weg. Ihr wollt umweltfreundlich sein, ihr wollt sparsam zur Arbeit fahren. Ich habe euch gesagt, was das kostet. Auf jeden Fall. Aber jetzt zum Urlaub fahren, so wie wir jetzt in 2 Wochen durch 3 Länder fahren möchten, 1500 Kilometer Strecke in eine Richtung, da ist mir das alles, das ausgebaute Streckennetz, ist mir einfach zu unsicher. Seine Reichweite finde ich mit 500 Kilometern okay. Für das Gewicht 500 Kilometer, Leute, klar. Was mich stört, ist der lange Tankvorgang. Das ist die Ladezeit. Das dauert echt lange. Und wenn man die noch mit einplanen muss, dann macht das halt, wie gesagt, ihr kennt das einfach so. Ihr steigt in das ein, gebt den Navi die Adresse ein. Google sagt, ihr seid morgen um 15 Uhr da. Ihr sagt, nein, ich fahr gegen Navi. Ich bin um 13 Uhr schon da. Tja, mit dem ist das nicht so. Da kommen noch Ladezeiten hinzu. Und bei 1500 Kilometern sind das ungefähr 3. Also mindestens doch mal 3 Stunden drauf. Und das ist das, was mich zurzeit stört. Wenn diese Technik weiter voranschreitet, weiter ausgebaut wird, mehr Ladestationen, schnellere Ladestationen, vielleicht kleinere, leichte Batterien auch, dann bin ich auf jeden Fall dafür. Aber als Geschäftskunde heute zum Beispiel, für den Firmenwagen mit den ganzen Vergünstigungen, würde ich den direkt nehmen. Auch nicht überlegen. Wartezeit ist scheiße in 7 Monaten. Aber ansonsten ja. Und dann kann ich auch damit leben, dass hier ein Mustang-Logo drauf ist, ja. Denn eigentlich kann man auch sagen, kannst Frau und Kinder mitnehmen in einem Mustang. Das Ganze mit dem nicht. Da passt leider hinten kaum einer rein. Deswegen, Leute, das war so viel dazu, mein Fazit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, also mir die Fahrt mit dem auf jeden Fall echt das erste Mal. War geil. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.